Landwirt Praxistest. Seit 2012 ist Rapid mit dem Orbitor am Markt. Ein moderner Hydromäher mit vielen technischen Besonderheiten. Wir haben das Schweizer Topmodell auf die Probe gestellt. Seine Kraft schöpft der Orbitor aus einem Zweizylinder-Triebwerk von Briggs & Stratton. Der Kunde kann zwischen zwei Motorisierungen wählen, 14 oder 23 PS. Gestartet wird mit einem Seilzug. Die Kommunalausführung gibt es auch mit Elektrostarter. Für unseren Test haben uns die Kooperationspartner Rapid und Reform zwei Maschinen zur Verfügung gestellt. Den grünen Rapid Orbitor in der Ausführung Landwirtschaft und den roten Reform RM25 als Kommunalmaschine. Die Anbaugeräte werden mechanisch angetrieben. Zwei Drehzahlen stehen zur Verfügung, 700 und 1000 Umdrehungen pro Minute. Den RM25 haben wir hinter den 1,30 Meter breiten Mulcher gespannt. Die 36Y-Messer leisten saubere Arbeit. Mit der hydraulisch verstellbaren Walze lässt sich die Arbeitstiefe bequem vom Holm aus verändern. Den etwas leichteren Orbito haben wir zum Mähen eingesetzt. Rapid lieferte uns dazu einen 2,20 Meter breiten Doppelmesser-Portal-Mähbalken. Seit kurzem haben die Schweizer aber auch breitere Balken bis 3,10 Meter im Programm. Der Fahrantrieb arbeitet hydrostatisch. Die Fahrgeschwindigkeit und Richtung regelt man stufenlos mit einem Drehgriff. Dieser hat sich schon bei anderen Rapid-Mähern bewährt. Vorwärts fährt der Orbito gute 8 km/h schnell. Rückwärts ist bei 4 Stundenkilometern Schluss. Gelenkt wird über Holmbewegungen. Abhängig von der Fahrgeschwindigkeit reagiert die Lenkung unterschiedlich aggressiv. Natürlich lässt sich der Orbito mit der Turnaround-Funktion auch auf der Stelle wenden. Bei Bedarf kann man die Holmlenkung mit einem Tastendruck sperren. Dann arbeitet man mit beiden Lenkhebeln. Der hydrostatische Fahrantrieb ist immer kraftschlüssig. Die breiten Aluminiumwalzen mit grünen Stacheln aus Kunststoff halten den Mäher sicher auf Kurs. Die Feststellbremse wirkt auf beide Räder und verhindert zuverlässig, dass sich der Orbito selbstständig macht. Mit dem intuitiven Bedienkonzept konnten sich unsere Testfahrer schnell anfreunden. Praktisch sind auch die beiden Totmannschalter. Einer sitzt im Drehgriff, der andere am linken Holmende. So lässt sich der Mäher auch mit nur einer Hand bedienen. Lässt man beide Totmannschalter los, schalten sich Fahr- und Geräteantrieb aus. Der Motor läuft weiter. Der Holm lässt sich zentral verstellen, vertikal und horizontal. Damit kann man auch sehr bequem entlang von Zäunen und Hecken arbeiten. Darüber hinaus lassen sich die beiden Holmenden getrennt voneinander in der Neigung verstellen, sodass sie immer waagrecht stehen. Besser geht es nicht. Ein technisches Highlight ist die hydraulisch verstellbare Achse. Damit lässt sich das Auflagegewicht der Anbaugeräte sowie die Aushubkraft verändern. Die Verstellung mit einem Taster am linken Holmgriff geht zügig und ist auch während der Fahrt möglich. Der Verstellbereich von 15 cm könnte aber größer sein. Dieses umfangreiche Paket an Technik hat natürlich seinen Preis. 26.700 Euro inklusive Mehrwertsteuer verlangt Rapid für die Grundmaschine mit Stachelwalzen. Für Mähbalken und Mulcher kommen jeweils 6.600 Euro dazu. Den ausführlichen Testbericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 13/2015.